Grüß euch, Leute. Die vielleicht schönsten Augenblicke sind meistens auch immer gleich überschattet von nicht ganz so schönen Dingen. Jetzt hier jedenfalls bei mir so, Details erspare ich euch erstmal lieber, aber zu den schönen Dingen. Die Hansenglückwicklung. Habe ich ja selbst persönlich noch nie eine Fege gewickelt. Ich habe in der Flugswerkstatt mal eine nach Anleitung versucht zu wickeln, aber danach, nach dem Wickeln, hat das Ding nicht funktioniert. Deshalb ist da später in dem Video davon auch nichts mehr zu sehen. Und später habe ich mich da auch nicht mehr rangetraut. Ne? Und seitdem habe ich die ganzen Hans-im-Glück-Wicklungen immer von Hans im Glück persönlich wickeln lassen, vom Felix. Hier hinten rödelt gerade einer und schmeißt es zum nächsten Mal. Die Batterie hier voll, die Kapazitäten werden immer mehr und mehr dazu, aber später im Video ist es schon bei 16,12 Volt. Und jetzt habe ich gedacht, das gibt's doch wirklich nicht. Ne? Jetzt habe ich mal so einen Hans im Glückwickler, hier ist noch der Rest davon, den er mir fertig gewickelt hat. Sorry Felix, aber ich wollte es selber jetzt nochmal sehen, weil so geht's ja nicht. Ne? Hab nur nochmal entwickelt und ich habe ganz schön gestutzt, weil hier ist jetzt das Wickelschema davon. Und vielleicht hat er bei einigen jetzt schon Klick und Klack und Kluck gemacht oder hat er noch viele mehr Fragezeichen aufgeworfen als überhaupt. Mal so zur kleinen Erklärung hier, da wo ein Punkt ist, da kommt es uns entgegen sozusagen, der Pfeil. Und wo praktisch ein X ist, da sehen wir vom Pfeil nur noch hinten den Rest. Das heißt, hier kommt der Draht raus und hier wird er dann reingewickelt, wenn er bewickelt wird. So habe ich dann die Wickelrichtung definiert. Und hier seht ihr schon die erste so rum, dann die zweite ist dann die gegenüberliegende. Da ist die Wickelrichtung dann so hier, bei der dritten dann so. Und die vierte nochmal genauso wie die dritte. Und wenn es so ist, wenn ich mich nicht verguckt habe, ich hoffe mal nicht, dass ich mich verguckt habe, aber wenn es so ist, dann ist das wirklich saugenial. Weil dann haben wir hier hinten bei am Ausgang sozusagen, oder Eingang, je nachdem, wie man den Strom dann sehen will, eine richtig bifilare Spule mit drin. So wie sie früher die Motorenwickler mit eingesetzt haben in die Motoren, wenn sie keine Kondensatoren hatten. Da haben sie einfach ein Stück Draht entgegengesetzter Wickelrichtung reingewickelt und hatten damit einen Kondensator geschaffen. Somit hätten wir dann gleichzeitig einen Generator und Kondensator praktisch in einem. Und wenn der dann auch so gut funktionieren sollte wie das Teil hier hinten, ja, da zieht jetzt ungefähr bei den Drehzahlen und bei dem, was hier in die Batterie reinpumpt, wie schnell die dann auf ihren Voltzahlen ist, so um die 400 mA. Das ist echt moderat für einen mit zwei Transistoren. Und der Geschwindigkeit. Ja, ich bin mal gespannt. Aber wenn es so ist, dass es so ist, dann ist das jetzt wieder ein Meilenstein nach vorn. Und ja, dann muss ich nochmal mit Felix reden, wie man Leuten erklärt, wie man Lüfter bewickelt. Weil ja, rechts rum, links rum, so rum, so rum ist wirklich scheiße zu erklären. Kann ich schon verstehen. Schauen wir mal. Noch ist es ja nicht so weit. Bis später. Okay, das ist Bastian live, deshalb. Ich verzichte jetzt mal auf Stativ, damit die Stimmung gewahrt bleibt. 12 Volt. Oh Mann. Ach du Sau. Ach du Sau. Ja gut, jetzt ist es vorbei. Jetzt kommt es langsam nochmal. Aber ich fasse es nicht, das Ding läuft. Das Ding rennt. Es war jetzt nur eine Wicklung mit 600 mA, aber ist natürlich auch ein viel größerer, ne? Und Potty-Einstellung ganz unten. Aber ich fasse es nicht, das Ding, das rennt. Mit der Wicklung. Felix, wir müssen nochmal reden. Krass, krasse Scheiße. So, jetzt wird der zweite PNP-Transistor noch angeschlossen. Da muss ich aber halt gucken, dass ich die richtige Einstellung finde. Dass ich Attraction- und Repulsion-Modus hier beachte. Hier hat die Drehrichtung ja höchstwahrscheinlich doch irgendeinen Sinn. Gucken, ob ich da gleich das Richtige treffe. Das kann ein Stück dauern. Aber trotzdem. Krasse Batterie. Ich glaube, das rennt. Das rennt wie Sau. Ganz schön sprachlos. Ja, was will man dazu noch sagen? Hier der fette Gleichrichter ist es übrigens nicht ohne Spaß an den Ausgängen rangekommen. Ja, vorher waren die 1N5408, die können ja eigentlich 3 Ampere oder 5 Ampere mindestens.
Gut, am Eingang ist er schon ungefähr bei seinen 600, 700 mA. Aber am Anfang, ganz kurz, haben die Nierenglimmlampen mal richtig hellblau, violett geleuchtet. Das war es dann gewesen. Und danach habe ich gemessen, also sowohl bei PNP und NPN, dass die gar nichts mehr sagen. Ne? Voll durchgeschossen haben, vollen Durchgang. Ja, na, mal gucken, ob die 45 Ampere 1500 Volt Dioden hier das mehr aushalten. Und ob das der kleine Akku eigentlich mitmacht. Jetzt schon bei 14, ihr seht, jetzt geht er so langsam durch. Und ich bin ja hier beim Eingang, ihr seht's, nur bei 12 Volt diesmal, ne? Ihr seht's, nur bei 12 Volt diesmal, ne? Ihr seht's, nur bei 12 Volt diesmal, ne? Nicht ja nix mit 14 oder 15 Volt oder so, wo man sagen kann, ja, ne gut. Aber ey, das ist doch... Ist denn das normal? Gut, der Akku ist jetzt auch nicht so fit, muss ich sagen, ne? Aber mit den ganzen anderen Ladeverfahren... Das ist jetzt, also ich bin, also gut, jetzt hier nochmal der Plan für ein PNP, NPN, Hans im Glück, Bedini. Hab mir gerade mal angerufen, den Felix, es ist gut, kurz vor früh um 2 und das musste ich ihm einfach mal mitteilen, was er da so gebaut hat. Er hat nur gemeint, ja, schön, freut mich, danke für den Anruf. Ja, mal gucken, ich werde es vielleicht mal, ja. Ja, wie kann man es einfach sagen? Er hat einen Kondensator gleich mit in den Motor reingebaut, ne? Kann man so ausdrücken, ne? Die eine Wicklung verkehrt rum, den richtigen Sinn und Zweck einer Bifi-Lachenspule eigentlich vom Motor genutzt, als Kondensator sozusagen. Und ja, das haut voll rein. Ihr merkt es, die Worte. Gut, jetzt aber. Bis später. Ich muss halt irgendwas dazu sagen, ja. Das sind jetzt die von mir persönlich getesteten, selbst gewickelten, von Anfang bis Ende durchprobierten Daten, die ich jetzt endlich bei guten Gewissens weitergeben kann. Die letzten Daten, die ich weitergegeben habe, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ein Ding habe ich selbst noch nie gewickelt und jetzt erst habe ich gesehen, was da die ganze Zeit gewickelt wurde. Und nach logischem Verständnis wäre ich so auf sowas nie gekommen. Ja, ich habe zwar am Anfang von den Recherchen immer irgendwie was gehört von irgendwelche Lasten schräg auskoppeln, aber hey, erstmal die Basics kapieren, ne? Und dann gleich sowas. Ja, ich werde den Felix demnächst mal noch live interviewen, wie er auf die Schaltung, wie er auf die Wicklung, im Endeffekt geht es ja um die Wicklung, gekommen ist, die Schaltung da an PNP und NPN ranzumachen. Das war ja schon länger im Schwarmbewusstsein bekannt, aber bei dem hier bin ich jetzt mal gespannt, wer so eine ähnliche Idee in den letzten Monaten, Wochen auch hatte und vielleicht sogar schon umgesetzt hat, inwieweit da die Idee schon großartig gefruchtet ist weiterhin. Naja, wenn es noch nicht sein sollte, hier jetzt der Anstoß dafür. Erklärung nochmal dafür. So, die Wickeldaten gelten jetzt für einen 90 mm Lüfter, für so ein Ding praktisch hier. Und der ist bewickelt mit 2x015er Draht und 2x020er Draht, alle parallel genommen, also ja, alle parallel, wie heißt es bei Vieren? Ja, Vierer parallel, klar. Und dann jeweils auf jeden Starter 50 Windungen. Ne, Doppelkupferlackdraht habe ich mal noch hingeschrieben, ich weiß, aber wir wollen halt genau sein, ja. Und so, jetzt Konzentration. Und zwar, das Ding ist hier so gemalt, wie wenn wir von oben drauf gucken würden. Ne? Wie wenn wir hier praktisch hier von oben drauf gucken würden. So, und unsere Wicklung setzen wir jetzt von... Ja, ihr könnt euch vorstellen, ne? Das ist runtergefallen, hebe ich nicht nochmal auf. So, unten ist jetzt unser Anfang, ne? Unser Anfang von den Drähten. Da lassen wir so ein bisschen was stehen und dann fangen wir an mit Wickeln. So. Die Dinger hier, habe ich ja vorhin schon erklärt,
hier kommt uns die Wicklung entgegen, kommt uns der Pfeil entgegen und hier verschwindet sie nach unten. Ne? Sehen wir praktisch das Ende von der Wicklung, wenn ich die mal mit einem Pfeil gleichsetze, ist das die Pfeil, das Pfeilende, was wir dann nach unten verschwinden sehen, das ist dann sozusagen, ob es nach oben kommt oder ob es nach unten geht. Ne? Um das fürs weitere Verständnis dann klar zu machen. Jetzt hole ich mal das Stativ hier, das Gewackel nervt ja mich selbst sogar. Wo waren wir gewesen? So, wir fangen hier an, ne? Wickeln hier rum unsere 50 Windungen oder wie viel wir dann halt draufkriegen mit unserem Draht. Das, ich meine, das ist ja dann euch überlassen. Und das ist praktisch Stator 1. Ne? Und dann, wenn wir fertig sind mit Wickeln, haben wir ja hier dann unseren Draht, ne, oben. Und den führen wir dann unter dem vierten Stator jetzt in Anführungszeichen durch auf unseren zweiten Stator. Das ist nämlich der zweite, den wir bewickeln. Und dann bewickeln wir ihn so, dass er, ne, seht ihr ja, oben lang gehen und dann, dass er nach unten verschwindet und hier drüben oben wieder rauskommt. So, da auch 50 mal rum, dann das ganze Spiel hier bei der 3 genauso. Ne? Da ist es dann so, dass er dann unten lang geht, hier hoch geht und, naja, ergibt sich ja dann. So, und wenn wir mit dem dritten fertig seid, geht er unter dem ersten hindurch und wickelt dann hier drüben euren vierten nach der Wickelrichtung Angabe. Ne? Praktisch oben lang und dann nach unten verschwindend und hier wieder hochgehend, bis ihr dann hier am Ende wieder seid und eure vier Drähte am Ende alle rausgucken. Soweit dürfte das ja alles jetzt klar sein. Hier habe ich dann noch die jeweiligen Anfänge und Enden bezeichnet. Achso, das müsste ich dann vielleicht nochmal ergänzen. Ne, praktisch A gehört zusammen. Das ist Anfang von Spule A, ne, mit dem 0,15er Draht. Ne, das ist Quatsch, das ist Anfang. Ne? AA. A Anfang der 0,15er und Ende von der Spule A. Dann jeweils B, C und D. Ne, auch mit den Powerspulen dann. Auch klar. Soweit. Ne? Und hier ist dann die Schaltung so, wie ich sie als letztes live aufgebaut habe, sozusagen. Das sind jetzt eure Transistoren, hier PNP und NPN-Transistor. Ich mag so eine Mischmaschaltung. Ne? Da kann man sich auch ein bisschen was draus nehmen. Die normale Ansteuerung davon dürfte ja klar sein. Also die meisten PNP und NPN-Transistoren, wenn sie dann eine bestimmte Größe überschritten haben, diese ganz kleinen, da ist es manchmal unterschiedlich, wo hier BCE ist. Ne? Aber ich glaube ab TO220 Gehäuse und dann noch ein bisschen größer, da ist es dann überall genormt. Also da habt ihr dann schon wirklich sehr viel Pech, wenn da die Anschlüsse so nicht passen, wie ich sie hier jetzt rangemalt habe. Aber wer es genau wissen will, der kann ja dann nochmal schauen, wie es bei einem normalen Transistor zu sein hat und kann sich dann hier das Diodensymbol reinmalen. Ich mag es so schöner, aber jetzt genug geredet. Ja, was gibt es eigentlich noch dazu zu sagen? Tja, hier das sind die Neon-Klimmlampen, habe ich noch nicht weiter mit hinzu hingeschrieben. Und das ist ein Schiebepotentiometer hier. 2x10 Kiloohm oder 5 Kiloohm, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Eins von beiden, beides geht auf alle Fälle. Bei dem einen könnt ihr ein bisschen weiter regeln, beim anderen ein bisschen weniger. Aber bei dem, auf dem Bereich von 0 bis 5 Kiloohm kommt es hier halt an. Oder 0 bis 2 Kiloohm. Ich weiß nicht, auf was es so richtig ankommt. Jedenfalls der Modus zum Batterienladen hier geht so jedenfalls definitiv einwandfrei. Die Strompumpe funktioniert definitiv sehr gut. Und das sind einfach 100 Ohm Widerstände hier oben als Vorwiderstände fürs Potti. Einmal hier drüben der Eingang, ne, die untere Seite und einmal die obere Seite. Beide sind getrennt voneinander, ne, die haben praktisch keine Verbindung miteinander, lassen sich aber gemeinsam über einen Schieberegler hier dann justieren. Gut. Hier oben kommt die Spannung rein, hier unten kommt sie raus und tja, den Rest könnt ihr selbst mal ausprobieren. Ich sage erst nochmal ein ganz, ganz fettes Danke Felix. Hier unten stehen auch nochmal die Transistoren, die ich bisher so erfolgreich damit getestet habe. BD250C, BD249C, B778, D998 oder TIP147 und TIP142. Gut. Jetzt habe ich euch genug Zeit geraubt, jetzt könnt ihr euch selber ein bisschen Zeit rauben, weil das ist jetzt wirklich mal ein Ding. Ha. Tja, da weiß ich noch nicht, was es so für Wellen schlägt, aber bei mir die größten, die ich die letzten Jahre hatte. Endlich geht der Hans im Glücklüfter in Produktion. Also der PC-Lüfter mit der speziellen Hans im Glück-Wicklung in Anführungszeichen.